Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer fünften Vorlesung in der Reihe Märchen der Brüder Grimm in unserem Sommersemester. Sie entsinnen sich vielleicht an die letzte Stunde, dass wir gesprochen haben, von der Bedeutung der Tiere. Aschenputtel kann eigentlich seine Aufgaben nur erledigen und sich selber nur finden, weil es das Täubchen gibt oder die Täubchen, die ihm helfen beim Auslesen der Linsen aus der Asche, ihm das Zauberkleid vom Baum, der auf dem Grab der Mutter gewachsen ist, zuwerfen, um ihm die Schönheit und die Liebenswürdigkeit im Tanz gegenüber dem auserwählten König zu verschaffen. Mit den Tieren haben wir schon gesprochen, vormals in der Geschichte von den drei Sprachen. Wie jemand sich weigert, in unser Bildungssystem immer mit der Frage, was hast du gelernt, sich einzufügen, im Widerspruch zu einem Grafen von Vater, der nichts weiter zu tun hat, als den Jungen in die Ausbildung anderer zu geben. Wann finden Menschen ihre eigenen Gefühle, behalten sich selber bei, lernen die Liebe, ein Dauerthema der Märchen? Wenn wir schon von Tieren gesprochen haben, sind die so etwas wie in den Mythen die Hilfstiere zu Seiten der Menschen. Ein Nagual in der mittelamerikanischen Mythologie. Heute möchte ich mit Ihnen eine Geschichte lesen, in denen es innerlicher ist. Auch das haben Sie schon erlebt, wir haben Sie darauf hingewiesen. Es mag sein, dass Sie träumen und es erscheinen Ihnen Tiere. Das können Ihre Haustiere sein, ein Vögelchen, eine Katze, ein Hund, was auch immer, ein Fisch im Aquarium. Es kann aber tiefer gehen. Wenn Sie von Tieren träumen, ist das Teil einer Erinnerung an die ganze Genese unserer Psyche. Wir stehen in gerader Verbindung evolutiv mit den Vertebraten. Das geht zurück bis auf die Fische in ihrem Aquarium. Da bildet sich die Formation des Lebens, die später vom Wasser auf das Land geht. Saurier werden daraus geboren, irgendwann Säugetiere. Das ist vor mehr als 200 Millionen Jahren geformt. Und das ganze Ensemble unserer Gefühle, Ängste, Hoffnungen, das Bedrängende unserer Triebwelt geht zurück auf diesen ganzen Hintergrund. Wenn Sie das nicht glauben mögen, können Sie es wirklich im Aquarium besuchen. Tiere, ein kleines Guppy verteidigt sein Revier zwischen den Pflanzen, die da wachsen, gegenüber einem größeren. Revierverteidigung. Wo gehöre ich hin? Wo grenze ich mich selber ab zu anderen? Wie setze ich mich mit Konkurrenten auseinander? Rivalität also. Und der Zweck natürlich, in einem bestimmten Areal die eigenen Gene weiterzugeben. Alles das geht zurück. Biologen sagen jetzt auf die kambrische Revolution, das ist 500 Millionen Jahre her, wo sich die Wege auch zu den ersten Fischen, zu den Vertebraten formen. Ich will das nicht lange ausführen, ich will nur sagen, wenn Sie von Tieren träumen, ist das Teil Ihrer selbst. Etwas, das in Ihnen so angelegt ist, dass es zu Ihnen redet, aufgrund der Herkunft einer gemeinsamen Entstehung. Tiere und Menschen bis in die Psyche hinein sind aufs Engste verbunden. Das sage ich vorweg, weil die Geschichte, die ich heute mit Ihnen lesen möchte, Tiere, ein Tier, auch in Variation, aufs Engste verbindet mit der Geschichte eines Mädchens. Die Erzählung, die ich mit Ihnen lesen möchte aus den Brüdern Grimm, ist Ihnen vertraut unter dem Titel Brüderchen und Schwesterchen. Übrigens, viele Märchen, die wir hier lesen, können Sie in Buchform nachstudieren. Der Patmos Verlag hat in vier Bänden einen Teil der Märcheninterpretation, die mal in Einzelausgaben erschienen sind, zusammengefasst. Darunter finden Sie auch in diesem Band, dem ersten Band von vieren, die Geschichte von Brüderchen und Schwesterchen. Andere Märchen stehen da drin auch, die Sie kennen werden, zum Beispiel die Erzählung der Frau Holle oder der Rapunzel. Oder das Mädchen ohne Hände, das wir hier auch schon besprochen haben. Das alles zusammengefasst, das Marienkind taucht darin auf, die kluge Else, in diesem ersten Band. Und der trägt den schönen Titel Landschaften der Seele oder Was Vertrauen vermag.
Wenn Sie diesen Titel hören, ahnen Sie schon, dass abgetragen wird ein Grundproblem, das zu uns selber gehört, das lautet Angst. Bei Tieren sind das Gefahrenmomente, die als Angst erlebt werden, um im Reflex mit Angriff oder Flucht eine Antwort darauf zu finden. Was wir jetzt mit durcharbeiten, ist eine Angst, die wir haben können vor uns selber. Und eines muss ich noch vorwegschicken. Wenn Sie im Titel hören, Brüderchen und Schwesterchen, sind Sie augenblicklich verleitet zu meinen, Sie hätten es zu tun mit einer Geschwistergeschichte. Eben mit Brüderchen und Schwesterchen, zwei getrennte Personen. Das ist bei der Interpretation von Märchen auch hoch empfehlenswert. Man spricht dann von einer Deutung auf der Objektstufe. Man tut so, wie wenn die auftretenden Gestalten tatsächlich voneinander getrennt sind und ein Eigenleben führen. Das kann hilfreich sein als Deutungszugang und muss durchprobiert werden. Es ist aber auch möglich in Märchen und sogar die Regel, dass nicht die Erlebnisweise von zwei getrennten Personen erzählt wird, die dann zueinander finden, etwa wie in der Novelle oder in einem Roman, sondern dass die zwei Personen getrennt sind in einer einzigen. Und um Ihnen den Zugang zum Märchen von Brüderchen und Schwesterchen ein Stück weit zu erleichtern, möchte ich es so erzählen, dass ich Ihnen vorschlage, eine Person zentral als die Aktrice oder den Akteur des Märchens zu betrachten. Mit anderen Worten, wir zentrieren das, was Sie jetzt hören, auf die Person des Schwesterchens, eines Mädchens also, das an der Seite aber eine andere Gestalt hat, die sich verkörpert in dem Brüderchen. Dieses Brüderchen ist aber ein Teil der eigenen Seele, ein Stück weit abgespalten, fremd, gegenläufig, aber zugehörig. Und jetzt sind Sie mitten in dem, was Sie selber ansprechen wird, wenn Sie es als Ihr eigenes erleben. Und dafür möchte ich bei der Interpretation dieser Geschichte sorgen, dass Sie kein fremdes Problem analysieren, dass irgendwelche Leute absonderliche Persönlichkeiten mit sich selber haben, sondern Erfahrungen, die Sie alle Male mit sich selbst gemacht haben. Wer bin ich selber? Wenn Sie Brüderchen und Schwesterchen als zwei Personen in einer Person aufnehmen, haben Sie schon mal zwei Seelen, ach, in Ihrer Brust, mit Johann Wolfgang von Goethe gesprochen. Hermann Hesse konnte das damit kommentieren, dass er sagte, der Glückliche, bei mir sind es 100. Wer sind wir eigentlich selber? Wir sind wir selber, wir haben ein bestimmtes Bild von uns, aber parallel dazu auch noch ein ganz anderes, gegensätzliches. Das kann sein, wie bei Carl Gustav Jung, dem schönen Wort, das er gefunden hat, der Schatten. Unser Bewusstsein existiert, unsere Ich-Identität wird darauf gegründet, aber wir sind gar nicht mit uns identisch. Die Helligkeit des Bewusstseins wirft einen langen Schatten, so wie die Sonne, wenn sie langsam untergeht im Westen oder morgens aufgeht im Osten. Je flacher sie noch am Horizont steht, desto länger und größer kommen dementsprechend wir selber uns vor. Aber desto kleiner sind wir noch im Ich, wir müssen nachwachsen. Oder wir wachsen runter in die Erde, je älter wir werden. Hier jetzt, beim Märchen von Brüderchen und Schwesterchen, haben wir nicht die Person des Schattens, sondern wirklich ein ergänzendes Anderes an unserer Seite. Ein Widerspruch in der Art, ins Leben zu treten. Ich lese die Geschichte Ihnen vor, in Abschnitten, weil sie sonst viel zu lang wäre, sich auf einmal zu merken, und auch begründet dadurch, dass wir Entwicklungsschritte haben. Ein Märchen, dieses hier, erzählt uns nicht nur den Anfang des Lebens, wie man dahin kommt, vom Mädchen zur Frau zu werden, vom Jungen zum Mann, reif zur Liebe und dann zu heiraten und das Glück wäre vollkommen. Es erzählt uns einen ganzen Lebensweg, der uns begleitet, von der Kindheit in die Jugend, von der Jugend ins Erwachsenenwerden, vom Erwachsenenwerden zur Familiengründung, von den Widersprüchen, wenn wir eine Familie begründet haben, zum Verlust der Liebe, die wir meinen, gefunden zu haben. Und nun, Gott sei Dank, kann ich Ihnen versprechen, vom Wiederfinden der Liebe, die wir mal besessen haben, indem die Partner neu zueinander finden. Das hatten wir ein bisschen schon beim Mädchen ohne Hände, wie die beiden sich fanden, nachdem die Hochzeit schon geschlossen war, aber in der alten Angst auseinanderbrach. So ähnlich finden wir jetzt bei Brüderchen und Schwesterchen.
wenn Sie die Erzählung mitlesen bei den Brüdern Grimm oder sich jetzt anhören bei meinem Vortrag, im ersten Abschnitt versuchen Sie mal nur, sich hineinzufühlen in die Empfindungen, in die Szenarien, in die symbolische Darstellung dessen, was sich begibt. Nehmen Sie das landschaftliche Terrain als Seelenlandschaft. Nehmen Sie die Bewegungen, die zu Fuß ergangen werden, als ein Prozess innerseelischer Reifung. Nehmen Sie die Gespräche, die da ausgetauscht werden, als Form eines Selbstgespräches auf dem Weg der Klärung für sich selber. Genug der Worte, was zu tun wäre. Probieren Sie es einfach mit sich selber durch. Schon vorweg danke ich für Ihr Interesse an den Märchen. Sie werden erleben, dass sie uns mehr zu sagen haben als Erwachsene, denn damals, in den Tagen, wo wir Kinder waren. Schon wenn ich sage, dieses Märchen erklärt uns das Leben, von der Kindheit bis weit ins Erwachsenenleben hinein, ist ja deutlich, dass es nicht nur eine Geschichte ist, die die Erwachsenen den Kindern erzählen, sondern zum Zwecke, die Kinder bei der Hand zu nehmen und begreifbar zu machen, wer wir, die Erwachsenen, ihnen gegenüber sind. Welche Probleme wir mit ihnen haben, wie wir versuchen, damit umzugehen. Brüderchen und Schwesterchen. Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach: Seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage. Und wenn wir zu ihm kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise. Und dem Hündlein unter dem Tisch geht's besser. Dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen hin. Dass Gott erbarm, wenn das unsere Mütter wüsste. Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen. Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine. Und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen: Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen. Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer und Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen dunklen Baum setzten und einschliefen. Am anderen Morgen, als sie auftauchten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen: So geht's denn weiter. Das Erste, was Sie sofort bemerken, die Aktivitäten in dieser Geschichte gehen regelmäßig aus vom Brüderchen. Das wird eine ganze Zeit lang so bleiben. Wenn wir Brüderchen und Schwesterchen als zwei Teile in ein und derselben Person auffassen, haben Sie den Widerspruch, dass ein Teil nach draußen drängt. Extrovertiert also, die Welt kennenlernen und erobern möchte. Das ist verkörpert oder angelegt im Brüderchen. Und es nimmt sein Schwesterchen bei der Hand, es führt es, es zieht es mit sich, drängt mit ihm in die Welt. Schwesterchen alleine aber ist ein retardierendes Moment, scheu eigentlich, die große Welt vermeidend, ängstlich, behütend, beruhigend, bewahrend. Das ist der Widerspruch, mit dem Brüderchen und Schwesterchen in einer Person, ein Mädchen also, in die Welt hineinfindet. Dieser Widerspruch wird begründet mit der Art, wie die Mutter erlebt wird. Sie ist verstorben, wird uns gesagt. Das mag sogar im wirklichen Erleben so sein. Im Aschenputtelmärchen haben wir das sogar breit ausgeführt. Die Mutter stirbt real. Und das Problem des Aschenputtels war, es sehnt sich nach der guten Mutter. So etwas könnten wir hier auch annehmen. Und es wäre ein Deutungsmuster, das durchaus zutreffend beschrieben wäre. Wir könnten aber auch ein anderes vermuten, dass der physische Tod in Wirklichkeit ein Bild ist für eine Wandlung, die in der Mutter sich selber vollzieht. Sie ist älter geworden, aber die Kinder auch. Und wir könnten uns denken, dass eine Mutter ist, die mit dem Mädchen gut zurande kommt, solange das klein genug ist. Dann haben wir eine Mutter, die es behütet, bewahrt, treusorgend ihm zur Seite steht, aber die Erwartung auch hat, dass die Mutter durch das Bravsein der Tochter belohnt wird. Dieses Erziehungssystem funktioniert in dem Einklang beider.
Das Mädchen lernt, ich kann meine Mutter zufriedenstellen, indem ich heraushöre, was sie von mir will und entsprechend das tue. Das tröstet meine Mutter, aber mich auch. Wir bilden eine Dualunion, die eigentlich gar nicht aufhören muss. Wir sind ein und dieselben. Wir halten zusammen. Wir verstehen uns als treu, ich mich als gehorsam, Mutter als treusorgend. Und so mag es sein. Mutter kennt die Gefahren im Leben, bewahrt davor, warnt davor, macht aufmerksam. Und so ein Mädchen lebt in dem Schutz seiner Mutter, in deren Obhut es aufwachsen darf, in Abhängigkeit auf der einen Seite und Dankbarkeit auf der anderen Seite. Sie ahnen, dass ein Kind, das so groß wird, später als Erwachsene Schwierigkeiten haben wird. Es wird auch mit den anderen Menschen ähnlich umgehen. Es wird nicht eigene Bedürfnisse und Wünsche äußern, sondern versuchen, das, was die anderen möchten, perfekt zu erfüllen. Es wird sich nicht selber entscheiden. Es möchte Widersprüche vermeiden. Es möchte durch Bravheit, eigentlich in Anpassung, es allen recht machen. Aber kann man das? Sie ahnen, dass darin eine Schwierigkeit geboren wird, die sich gerade so erzeugt und die auswachsen wird. Auf der anderen Seite haben Sie das Brüderchen, das eine andere, aktivere Lösung vorschlägt und sogar hinter sich herzieht. Sie haben ein Erleben, dass man ins Leben nicht ganz freiwillig tritt, nicht begeistert, nicht überschwänglich enthusiastisch. Die Welt ist so schön und ich will sie kennenlernen. Wie kann ich das? Wie kann ich in einem Reisebüro mich anmelden, um sie kennenzulernen? Oder wie lasse ich mir ein Fahrrad schenken und strampel sie ab, die Welt so weit und rund sie ist? Das ist nicht das Erleben dieses Kindes. Das Mädchen wird, das Schwesterchen, hineingezogen in die Welt von einem anderen Teil seiner selbst. Aber dieser Widerspruch geht jetzt zurück auf die Mutter. Nehmen wir mal an, sie ist gar nicht physisch gestorben, sondern diese Stiefmutter ist nur die veränderte Gestalt der alten Mutter, die verloren geht. Übrigens, dafür haben wir ein Argument, das Sie schnell überhört haben werden. Wie sprechen die beiden miteinander? Die Stiefmutter wirft dem Hündchen unter den Tisch von den Krusten des Brotes etwas zu. Und das ist beneidenswert. Das Hündchen bekommt von den Krusten Besseres als die Kinder, die offensichtlich immer wieder dem Hunger ausgesetzt werden. Sie werden in unseren Tagen sich das schwer vorstellen können. Wenn Sie ein Zahnproblem haben, steht natürlich der Zahnarzt um die Ecke zur Verfügung. Er wird Blomben setzen, er wird Lücken schließen, er wird Gebisse anfertigen. Das ist nicht die Welt um 1815 in Deutschland auf den Höfen. Wer da ein Zahnproblem hat, hat keine Behandlung. Das Beste, was passieren kann, ist, der Zahn wird ausgezogen. Und das macht man in dieser Zeit am liebsten selber. Es steht kein praktischer Arzt zur Verfügung. Es gibt Schmerzen. Und das ist eine Merkwürdigkeit. Wenn Sie Zahnschmerzen, reagieren Sie immer noch so, wie es angelegt ist. Sie beißen auf den Zahn, der wehtut. Er tut dann noch viel mehr weh. Aber der Sinn ist, er wird unerträglich und Sie reißen ihn sich selber aus. Seine primitive Reaktion, vor der die Ärzte nur warnen können. Sie sollen schnell dahin gehen, aber sie sind es eigentlich so gewohnt. Sie beißen die Zähne zusammen, gerade wenn es weh tut. Dysfunktional, aber praktisch, damit sie den Zahn loswürden. Und wenn das oft genug so geht, haben sie keine Zähne mehr. Und das ist der Zustand einer Frau, die hier mit ungefähr 45 Jahren spätestens anzunehmen ist. Sie hat die Zeit der Jugend hinter sich. Sie tritt in die zweite Phase ihres eigenen Lebens. Aber die kann so beschrieben werden. Sie hat Mühe, auch nur das Brot, das sie selber im eigenen Ofen backen wird. Sie geht ja nicht zu irgendeinem Bäcker wahrscheinlich. Sie kauft sich das Mehl in der Mühle und stellt es dann selber her mit einer harten Kruste. Nur essen kann, indem sie die Ränder abschneidet. Und dann ist das Hühnchen die Verwertungsform, damit keine Reste bleiben. Wenn Sie das live so sehen wollen, haben Sie das in den Ländern der Dritten Welt heute genau so vor Augen. Die Leute öffnen den Mund und sie sehen keine Zähne oder sie sehen nur lückenhafte Zähne. Frauen, die mit 45 alt sind, haben sie in den südlichen Ländern wie selbstverständlich die Sonne natürlich mit ihrer starken Einstrahlung formt die Haut, macht sie rissig und faltig. Es ist ein Leben, das aufblüht wie im Frühling.
explosiv durch länger werdende Einstrahlung und der Energieverteilung der Sonne. Üppig, dramatisch, enthusiastisch, aber genauso schnell wie der Werdegang zur Jugend ist das ganz kurze, verblühende Alter, das dann langsam dahinreift. Schon in Griechenland haben sie Frauen, die mit 45 Jahren aussehen, wie bei uns die Frauen mit 70 nicht. Und an den Zähnen können sie es zum Teil beurteilen. Das Leben ist hart. Ich will nur sagen, wir haben hier eine Geschichte vor uns, die uns hilft, das Schicksal dieser Stiefmutter zu begreifen, als Identität der eigenen Muttergestalt, nur sich wandelnd im Fortschritt des eigenen Älterwerdens. Mit Mal ändert sich das Verhältnis auch dieser älter gewordenen Frau zu ihrer gleichermaßen älter gewordenen Tochter. Was passiert da? Angedeutet hatte ich eben noch, dass eine gewisse fürsorgliche Art der Pädagogik und der Erziehung die enge Verbundenheit zwischen Mutter und Tochter möglich macht. Aber eben nur eine gewisse Zeit lang. In der Schulzeit mag das immer noch gut gehen. Die Mutter kann ja hilfreich sein in heutigen Tagen. Schulpflicht gab es zu den Tagen, als dieses Märchen aufgeschrieben wurde, bei den Brüdern Grimm überhaupt noch nicht. Kinder wurden erzogen, dass sie auf dem Lande die Arbeit, die nötig war, im Hofe später verrichten und in Erbschaft sogar weiterführen konnten. Da gab es kein Bildungsproblem in dem Sinne. Und die Mutter konnte auch das noch begleiten. Die erste wichtige Krise setzt ein, in dem begriffen wird, dass eine Trennung nötig ist. Und es ist hier das Brüderchen, das das Schwesterchen darauf aufmerksam macht, dass diese Dualunion zerbrochen ist. Es gibt Konflikte, Streitereien, Schläge, Härte. Sagen wir simpel, die Mutter kommt in der Rolle der Stiefmutter mit den heranwachsenden Mädchen, seiner Tochter, nicht mehr zurecht. Aber was ist dann zu tun? Und was ist der Hintergrund dabei? Was Sie hier erleben, ist ein bedeutendes in Traurigkeit. Die Last der Stiefmutter, der Verlust der schönen Jugend, der Einheit mit der Mutter, in Bravheit behütet sein, lieben und geliebt werden, ist an irgendeiner Stelle zu Ende. Und der Schmerz darüber zeigt sich in Gefühlen der Einsamkeit, der Verlorenheit, der Unerträglichkeit, des Lästigwerdens für die älter werdende Mutter, des Abschiednehmenmüssens. Eine Trennung, die halb freiwillig, aber im Grunde unfreiwillig ist. Auch das Brüderchen, das ihr sagt, wir gehen hier weg, wir halten das nicht aus. Hier ist kein Leben mehr. Geht ja nicht freiwillig, sondern gezwungenermaßen durch das leidvolle Dasein zu Hause, das kein Zuhause mehr ist. Und er zieht, wir müssen denken, traurig der Schwesterchen hinter sich her. Und das gibt sein Lebensgefühl zu erkennen, indem es davon spricht, im Regen, der niederfällt, der Himmel und wir weinen zusammen. Das ist etwas, das Sie kennen werden. Sie fühlen eine bestimmte Melancholie, eine bestimmte Traurigkeit, eine bestimmte Einsamkeit, ein Verlassensein jetzt nicht nur von der eigenen Mutter, sondern von allen ringsum, tief in sich. Und dann ist es, wie wenn von draußen her die Traurigkeit sie anspricht oder sogar anfällt aus allem, was sie sehen. Ihr Hündchen auf dem Schoß teilt ihre Traurigkeit, das mag sogar stimmen. Das Vögelchen setzt sich, wenn sie traurig im Bett liegen, auf ihre Schulter und will sie begleiten. Die Menschen, denen sie begegnen auf der anderen Straßenseite, schauen genauso traurig rein, wie sie sich selber fühlen. Alles fühlt mit ihnen. Aber das erspart ihnen jetzt, sich mit den anderen noch so, wie sie sind, wirklich auseinanderzusetzen. Es verbreitet sich ihr Lebensgefühl zum Weltgefühl. Sie sind eins mit allen. Das waren sie bisher als das Töchterchen, das Schwesterchen hier, mit der eigenen Mutter. Die sind sie dabei zu verlassen, fühlen sich selber verloren und diese Einsamkeit zieht sich hin, auch im Weggang von zu Hause. Da wird gegangen ein langer Weg. Und ich sagte einleitend, was hier mit den Füßen erlaufen wird, sollten sie im Raume dargestellt sich als einen psychischen Prozess
der Reifung vorstellen. Der nimmt hier einen ganzen Tag lang nur in Anspruch. In Wirklichkeit aber ist es ein Prozess über Monate und Jahre. Ein Gehen in die Ferne, um irgendwo sich selber wiederzufinden, ein neues Zuhause zu bekommen. Das geht über Wiesen, das ist noch kulturell angebaut, so eine Wiese ist teilweise noch zum Garten gehörig, über Felder, auch das könnte noch landwirtschaftlich besetzt sein, dann hinein in den Wald. Es ist ein Weg der Selbstfindung hinein in die Einsamkeit, wo nicht mehr Menschen wohnhaft sind und vermutet werden. Finden Sie solche Geschichten in der Bibel, im Nahen Osten, würde erzählt werden vom Aufsuchen der Wüste. Dann ginge man in ein Niemandsland hinein. Das ist hier auch gemeint, ein im Grunde menschenleeres Gebiet. Für uns in Deutschland ist der Wald dabei, diese geheimnisvolle Zone des Unbewussten, des sicher nicht kulturell Verwalteten. Das ist noch kein Forstwald, der zur Erzeugung von Holz für die Industrie genutzt wird. Auch kein Baronenwald, in dem man jagen geht auf die Tiere. Obwohl später wir erleben werden, dass man das so verstehen könnte. Es ist als erstes ein Raum in unserer eigenen Psyche. Brüderchen und Schwesterchen sind eins in der Doppelnatur ihrer Zwiespältigkeit. Der Wald, der jetzt aufgesucht wird, ein Seelenterrain, sich selber zu finden in Einsamkeit. Wer bin ich selber? Das Dreinrede der Stiefmutter hier, aber damit auch alle anderen Ersatzinstanzen, spielt keine Rolle mehr. Auch das kennen Sie, wenn Sie sich erinnern, wie Sie als Mädchen sich entwickelt haben. Oder umgekehrt, wir müssen gendergerecht bleiben, meine ich hier ironisch. Die Jungen sind auch Menschen und denen geht es ähnlich. Werden Sie sich erinnern an eine Zeit, wo das Dreingerede der anderen zweideutig wurde? Wer sind Sie selber? Das mussten Sie abmachen im Kontakt mit sich. Alles andere wäre eine Überfremdung gewesen, die Sie nicht gebraucht hätten. Eines müssen wir noch hinzufügen, es fehlt der Vater. Er spielt überhaupt keine Rolle. Er wird gar nicht mal erwähnt. Die Rede vom der Stiefmutter könnte darin bestehen, dass er sogar vor der eigenen Mutter schon verstorben ist. Es ist nicht das Aschenputtelmädchen vom letzten Mal. Wir haben hier überhaupt keinen Vater. Das mag bedeuten, dass er umso mehr vermisst wird, aber wir haben keine Informationen darüber. Wir könnten eine solche Familiengeschichte uns auch damit erzählen und erklären, dass da eine Mutter ist, die eine Tochter hat, aber eigentlich dafür keinen Vater aufzutreiben weiß. Der Vater treibt sich worum? Er ist gerade mal im Krieg, er ist irgendwo im Ausland, er ist stationiert auf irgendeiner Bohrinsel in der Nordsee beim Suchen nach Erdöl, das uns jetzt lästig wird. Er ist jedenfalls nicht zu Hause. Oder er ist überhaupt ein Rumtreiber, jedenfalls kein wünschenswerter Familienvater. Auf gar keinen Fall ist er seiner Frau bei der Erziehung der Tochter hier behilflich, eher störend. Und das Mädchen, das heranwächst, hat keinen Halt, keinen väterlichen Halt. Und bei der Mutter auch nicht. Umso mehr wird es in relativ großer Einsamkeit mit sich im Austausch versuchen, sich zurechtzufinden. Wie kann das geschehen? Das wird die Frage dieses Märchens jetzt. Wir haben eine Traurigkeit, die die ganze Welt durchzieht. Und dieser Baumaufenthalt spräche eigentlich davon, was passiert. Man schließt sich in sich selber ein. Man sucht, Natur gegeben, einen Ort auf, in dem man beschützt ist, wie in einer Höhle im Mutterschoß. Man regrediert in einer Zone, die man selber aufgesucht hat. Wie könnte man zu der Wunschmutter von früher, die verstorben war, der guten Mutter, die es nicht mehr gibt, sich selber ein Zuhause schaffen? Sehnsüchtig. Und es kann lange dauern, hier eine ganze Nacht lang. Man lebt wie im Schlaf, wie im Traum. Man weiß kaum, was ringsum passiert. Es ist ein irreales Leben. Aber viele von Ihnen, die jetzt zuhören, habe ich im Verdacht, dass Sie das genauso kennen werden. Mitunter ist das Stoff für die Literatur. Gerne erinnere ich, weil es diffamiert wird aus politischen Gründen,
an die Kostbarkeit der russischen Literatur. Sie wird im 19. Jahrhundert eingeleitet am St. Petersburger Fürstenhof von Puschkin. Er ist die große Person im 19. Jahrhundert, in der die russische Literatur sich selber begründet gegenüber der westeuropäischen. Puschkin hat in Eugen Onegin, ein Versdrama, ähnlich wie Goethe im Faust, so eine Situation beschrieben in Tatjana, einem Mädchen, das aufreift und kaum weiß, wer es ist. Es lernt das Leben durch die Bücher kennen. Oder unsere 12-jährigen Mädchen durch die Groschenromane am Bahnhof oder durch das Blättern in den Illustrierten. Das war früher. Heute unbedingt im Internet. Aber was lernt man da? Eine Welt, die so, wie sie da geschildert wird, kaum ist, aber sich verbindet mit den eigenen Bedürfnissen. Die sind neugierig genug, wie das Brüderchen hier, auszuschwärmen und von fern her sich die Angst der Wirklichkeit ersparend durch Informationen, die passend zu sein scheinen, bekannt zu machen. Ein Weg ins Leben, ein Traum in der Baumhöhle, die bewahrt vor dem Regen, aber nicht von der Traurigkeit, nicht vor der Ängstlichkeit, aber immerhin ein Ort, wo man ungestört bei sich selber ist. Das schöne Wort dafür bei Puschkin lautet die Zeit der träumenden Monde. Das Wort gebrauche ich immer wieder, um zu vermeiden, wie wir es benennen. Sie ahnen, womit wir es zu tun haben. Unser Wort wird Medizinerdeutsch aus dem Lateinischen abgeleitet, benannt nach der körperlichen Behaarung, die Pubis. Danach wird gesprochen von Pubertät. Das ist objektivierend, medizinisch korrekt, biologisch eindeutig und im Grunde skandalös. Kein Mensch will dieses Wort für sich benutzt wissen. Er schreibt fest, es ist peinlich, man schämt sich dafür, man will nicht bloßgestellt werden. Dieses ganze Wort stimmt überhaupt nicht, um die Feinheit der Gefühle eines Mädchens zu beschreiben, das sich in der Baumhöhle verkriecht, um Schutz zu finden. Weil es mit der ganzen Welt sich nur verängstigt auseinandersetzen mag. Diese Baumhöhle übrigens verdient auch noch Erwähnung. Sie wird heute in unseren Wäldern gar nicht vorkommen. Bäume, die noch ausgehöhlt sind, könnten ja eine Gefahr für diejenigen sein, die im Walde laufen. Sie müssen bei Zeiten abgeholzt werden. Das ist die Aufgabe der Forstwirtschaft oder der Stadtbehörde. Höhlungen in Bäumen, in denen Kinder sich verkriechen könnten, gibt es wirklich nur noch um 1815, schon nicht mehr um 1915, ganz sicher nicht um 2015, abgeholzt, fertig. Was das für schüchterne Menschen bedeutet, die keine Romantik mehr haben, für Tiere bedeutet, die gerade leben. Vom Verfallsdatum der Bäume, da gibt es Höhlen, da gibt es Borken, da gibt es die Bearbeitung durch Spechte, die sich selber ihre Höhlen graben. Da gibt es so viele, dass Tiere brauchen könnten im Wechsel des Austauschs zwischen Pflanzen und Tieren. Alles weggeholzt, gerade gelegt, eingeordnet, praktisch genutzt. Die Welt haben wir wirklich. Zahnlose Menschen, ausgeholte Bäume. Eine Menge steht da zu erwarten in einer Welt, wie sie mal gab. Und wie wir sie in unserer Seele wiederfinden, indem wir die Symbole so lesen, dass sie uns heute etwas zu sagen haben. Eine ganze Nacht geht so hin, der träumenden Monde in der Sprache Puschkins. Diese Sprache ist sensibel genug, ein Mädchen bei der Hand zu nehmen und die Mut zu machen, zu leben. Aber wie? Das eine ist, man kann nicht das Leben verschlafen, obwohl das melancholisch genug auch ist. Sie kennen Lenaus wunderschönes Gedicht, Drei Zigeuner fand ich einmal. Schlafend in einer Heide, als mein Wagen mit müder Qual schlich durch die sandige Heide. Und dann erzählt er von drei Leuten, die als Zigeuner da liegen und lernt von ihnen, wenn uns das Leben umnachtet, wie man's verträumt und verschläft und vergeigt, wie man es dreimal verachtet. Das kann so hingehen,
Aber das ist nicht die Geschichte eines werdenden Mädchens, das zur Frau reift. Das ist die Enttäuschung eines Erwachsenenwordenen, der das Leben nicht mehr verträgt und es eigentlich beseitigen möchte. Eines buchstäblich lebensmüde gewordenen. Ein wunderschönes Volkslied übrigens der Romantik. Drei Zigeuner fand ich einmal. Jeder von Ihnen hat das schon mal gesungen und kennt es. Ist auch eine Wahrheit. Auch die kann vorkommen in den Märchen. Ist aber nicht unsere Geschichte hier. Gott sei Dank, dürfen wir sagen. Wenn es jetzt also so hingeht, Sie haben ein Mädchen, das beginnt bei ihrer Selbstfindung, seiner Selbstfindung, Tagebuch zu schreiben. Jeden Tag zu notieren, was hat es erlebt, welche Gefühle waren da, welche Ereignisse. Das ist das geheimste Buch. Wenn die Mutter das findet und darin blättert, ist das ein schlimmer Verrat. So schlimm, wie wenn Putin uns ausspioniert hätte oder die CIA im Iran tätig geworden wäre. Ein Verrat im Ganzen, danach gibt es kein Vertrauen mehr. Ein Mädchen schreibt sich selber auf und mit jeder Zeile möchte es sich näher kommen. Es sitzt wirklich jetzt an der Fensterscheibe und sieht, wie der Mond sich rundet, wie ein Vollmond wird und noch einmal abnimmt und zunimmt, um den ersten Frühlingsvollmond, den Sonntag dann, als Ostertag der Auferstehung von den Toten in den Festkreis der Kirche hineinzufügen. Das alles sind seelische Prozesse, die man mitträumen mag. Man sitzt am Fenster, man schaut ins Mondlicht hinein, man sieht die Welt schimmern silbrig vor Augen. Auch die Menschen, die vielleicht noch über die Straße gehen, den Hund, der den Weg quert, oder das Eichhörnchen, das sogar nachts noch herumspringt, weil es Hunger hat. Man sieht die Schattenbewegungen, die Wolken vor dem Mond. Und all das wird zu Bildern der eigenen Seele. Und da hinein, am anderen Morgen, erlebt das Mädchen die Sonne. So heiß. Sie steht wie am Mittag. Also müssen wir den Werdeprozess uns auch so denken. Er tritt mit mal sprunghaft vor Augen. Mit mal bricht etwas ein, das ein Neues bedeutet. Man hat eine Zeit lang sich gegönnt in Ruhe, aber nun gibt's Aufregung am anderen Morgen. Ich lese die Geschichte einfach weiter, aber Sie begreifen, wie ein Reifungsprozess hier wider Willen und trotzdem verknüpft mit einer bestimmten Ungeduld und Erwartungshoffnung im Märchen beschrieben wird. Und wie feinfühlig es Ihre eigenen Erinnerungen, wie sie erwachsen wurden, mitzuteilen vermag. Hilfreich sind deshalb die Märchen, weil sie indirekt im Allgemeinen, in der Bildersprache, so erzählen, dass jeder Einzelne mit seiner Individualgeschichte betroffen sein mag. Sie können sich die Erzählung als die eigene zu eigen machen, ohne sich offenbaren zu müssen. Deshalb ist sie wunderbar, wenn wir jetzt hier so sprechen. Sie ist ein Teil der Psychotherapie, der Selbstfindung auch für uns Erwachsene. Wie bin ich denn geworden? Wie war ich denn, dass ich wurde, wer ich bin? Das erzählt so ein Märchen, spricht aber nicht über sie selber, zwingt sie nicht, über die eigenen Grenzen der Mitteilung zu gehen. Sie können sich behütet fühlen in der Symbolsprache, aber auch mitgeteilt empfinden. Und deshalb ist auch therapeutisch der Einsatz solcher Märchen überaus kostbar. Sie sind schonend genug, mitteilsam genug, verschweigend genug und sprechend genug. Die Widersprüchlichkeit zwischen Brüderchen und Schwesterchen geht sogar bis in die Sprachform hinein mit. Ich lese den nächsten Abschnitt einfach so, dass Sie gut vorbereitet sind, ihn jetzt als relativ einfach verstehen zu können. Am anderen Morgen stand die Sonne schon hoch am Himmel, das heißt, die beiden, müde wie sie waren, sind wach geworden gewissermaßen bis zur Mittagszeit. Sie haben den ganzen Werdeprozess des Morgens, den Aufstieg der Sonne, die langsam sich verkürzende Schattenbildung verschlafen. Sie treten plötzlich ruckhaft ab, ruppt ins Dasein. Und die Sonne schien heiß in den Baum. Sie dürfen denken, das ist jetzt wieder kein Zustand, den wir meteorologisch oder klimatografisch beschreiben sollten. Das ist ein Zustand in der Seele. Sie haben erreicht, dass das Mädchen buchstäblich aufwacht, wie sagen wir jetzt, heiß
im Sinne von heißblütig, hitzig, erwärmt. Und dann können Sie vermuten, was dahin führt. Auch in etwa, wie alt wir jetzt das Schwesterchen annehmen müssten. Sowas kann ja nicht mit 7 und 8 Jahren passieren, wohl aber mit 10, 12 Jahren. Es erwacht jetzt selber zu den Tagen der träumenden Monde. Und die Hitze, die jetzt von ihm Besitz ergreift, es beleuchtet, nicht von innen scheinbar, sondern wie von außen, wie ein Schicksalsereignis, das es überkommt, dürfen Sie vermuten und Sie ahnen richtig, wenn Sie sagen, das ist doch das Gefühl, das sich jetzt bildet, die Sehnsucht nach Liebe, so wie eben noch die Traurigkeit draußen im Regen, der vom Himmel herabrann, ausdrückte, was in der Seele empfunden wird, ist jetzt der Sonnenschein, die Wärme, die Glut, die Helligkeit, etwas, das von innen her nach außen verlagert, sich von draußen beantwortet. Auch das kennen Sie sogar, wenn jetzt der Frühling einsetzt, schon eingesetzt hat, wenn wir diese Geschichte lesen, wenn wir uns erinnern, wie das in den Tagen vor Ostern war, als es noch in Deutschland ziemlich kalt war, der Winter lange blieb, dann können Sie begreifen, dass dieses langsame Wärmerwerden natürlich einen Prozess wiedergibt, der aus der Erkältung der Angst langsam aufwacht zu tieferem Empfinden. Und wie das nun beantwortet werden kann, wird Sie erinnern daran, wie es bei Ihnen selber war. Vielleicht aber im Unterschied vom Märchen jetzt erzählt wird. Also, da sprach das Brüderchen mal wieder, der aktive Teil in der Seele dieses Mädchens: Schwesterchen, mich dürstet. Wenn ich ein Brünnlein wüsst, ich ging und tränk einmal. Ich mein, ich höre eins rauschen. Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand und sie wollten das Brünnlein suchen. Eine lange Pause muss ich machen. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren, war ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die Hexen schleichen, und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Nochmal eine lange Pause. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken, aber Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach: Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Da rief das Schwesterchen: Ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißest mich. Das Brüderchen trank nicht, ob es gleich großen Durst hatte, und sprach: Ich will warten bis zu der nächsten Quelle. Als sie zum nächsten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterchen, wie auch diese sprach: Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Da rief das Schwesterchen: Brüderchen, ich bitte dich, trinke nicht, sonst wirst du ein Wolf und frisst mich. Das Brüderchen trank nicht und sprach: Ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen. Aber dann muss ich trinken, du magst sagen, was du willst, mein Durst ist grad zu groß. Und als sie zum dritten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterchen, wie es im Rauschen sprach: Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Das Schwesterchen sprach: Ach Brüderchen, ich bitte dich, trinke nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort. Aber das Brüderchen hatte sich gleich über dem Brünnlein niedergekniet, hinabgebeugt und von dem Wasser getrunken. Und wie die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehlein. Nun weinte das Schwesterchen über das arme, verwünschte Brüderchen, und das Rehchen weinte auch und saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich: Sei still, liebes Rehlein. Ich will dich ja nimmer mehr verlassen. Da nahm es sein goldenes Strumpfband ab, band es den Rehchen um den Hals und rupfte Binsen und flocht ein weiches Seil dazu.
Daran band es das Tierchen und führte es weiter und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie endlich an ein kleines Haus. Und das Mädchen schaute hinein, und weil es leer war, dachte es, hier können wir bleiben und wohnen. Da suchte es dem Rehchen Laub und Moos zu einem weichen Lager. Und jeden Morgen ging es aus und sammelte sich Wurzeln und Beeren und Nüsse. Und für das Rehlein brachte es zartes Gras mit. Das fraß es ihm aus der Hand, war vergnügt und spielte mit ihm herum. Abends, wenn Schwesterchen müde war und sein Gebet gesagt hatte, lagerte es seinen Kopf auf den Rücken des Rehkälbchens. Das war sein Kissen, darauf es sanft einschlief. Und hätte das Brüderchen nur sein menschliches Gesicht gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen. Das dauerte eine Zeit, dass sie so allein in der Wildnis waren. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes, da mache ich eine nächste Pause, denn was Sie jetzt erlebt haben, ist die Geschichte, wie dieses Mädchen heranreifend bei sich selber zu Hause wird, auch in dem Widerspruch von Brüderchen und Schwesterchen. Und Sie haben aufmerksam zugehört, Sie haben begriffen, dass sich die Rolle an dieser Stelle beginnt umzukehren. Nicht ganz, aber für einen Teilmoment. Es ist das Schwesterchen, das das Problem zu lösen beginnt, das sich ergeben hat, indem das Brüderchen zum Rehchen wurde. Die Aktivitäten, das Rehlein bei sich zu behalten, müssen vom Schwesterchen ausgehen. Aber nehmen wir es, wie es uns erzählt wurde. Bisher haben wir die Geschichte gehabt einer Stiefmutter oder einer elterngewordenen guten Mutter, die mit dem langsam heranwachsenden Mädchen nicht mehr zurechtkommt. Sagen wir jetzt damit, dass es aufblüht und zur Frau heranreifen muss und möchte, widerwillig, notwendig, bejahend, in ständigem Widerspruch. Dann hören wir jetzt, dass diese Stiefmutter viel schlimmer ist, eine Hexe ist, von der Macht, die ganze Welt zu verwünschen, vor allem alle Quellen, aus denen man leben könnte, die man dringend braucht. Man hat ja nicht dauernd eine Flasche neben sich stehen, die teuer verkauft wird, weil die Franzosen damit Geschäfte machen. Man muss ein Brünnlein haben, um davon zu trinken. Es gibt auch keine Wasserleitung in jedes Haus hinein, keine Pumpe allenfalls. Man braucht ein Brünnlein. Aber alle Quellen, die man nötig hat, um zu leben, sind verwunschen von der Stiefmutter, die eine Hexe ist. Und sie hat das gemacht, nicht offen. Sie hat es nicht angekündigt. Sie hat den Fluch nicht mitgeteilt. Sie ist herumgeschlichen, heimlich, hinterrücks, listig und umso verderblicher. Es ist gar nicht bemerkbar. Eine verwunschene Welt. In die hinein sind die Kinder geflohen, ohne zu wissen, warum. Sie leben, wir müssten jetzt psychoanalytisch sagen, ganz und gar verhext im Unbewussten. Sie wissen auch nicht, wo das herkommt. Die Macht im Hintergrund, die Mutter Hexe, ist nicht mehr gegenwärtig. Sie ist nicht als Person anzutreffen. Man kann mit ihr nicht reden, sodass man diskutieren würde. Was bildest du dir ein? Ich werde jetzt erwachsen, ich bin aber mündig, ich höre nicht mehr auf dich. Das kann man nicht sagen. Man ist vor ihr weggelaufen, geflohen. Und man nimmt sie mit. Das ist, was die Kinder gar nicht wissen. Sie kommen sich getrennt vor der bösen Mutter. Aber sie ahnen nicht, dass geistig, seelisch diese Mutter, genau diese Frau mitläuft. Ich hatte Ihnen schon versprochen, von bösen Stiefmüttern nie zu reden, ohne dass ich für sie werbe. Es gibt keine bösen Menschen, meiner Meinung nach. Es gibt viel Böses, was Menschen tun, Furchtbares, Verderbliches. Aber schauen Sie genau hin, tun Sie es nicht absichtlich. Doch, Sie tun es absichtlich, böse, gehässig, rachsüchtig. Genau deswegen. Aber dann sind sie selber Leidende, kennen sich selber zu wenig, sind durch die Konflikte, die ihnen auf die Seele gelegt wurden, nie hinausgekommen und legen sie deshalb den anderen, den Abhängigen, ihren eigenen Kindern auf. Machen sie sich zu eigen. Wann irgend sie Dinge finden, die ihnen wehtun, die sie für böse halten, für gemein, für hinterhältig, wie hier, für schlimm, für verderblich, schauen sie nach, wer das macht, warum er das macht. Klagen Sie nicht an, sondern suchen zu verstehen.
Verdrängen Sie nicht die Symptome, hassen Sie nicht, holen Sie nicht mit der Wummspolitik die Bazooka, um das abzuschießen. Sehen Sie hinein in die Ängste, in die Gründe, in die Zusammenhänge, womöglich sogar in die Rolle, die Sie selber in den Tragödien spielen. Versuchen Sie durch Verständnis es aufzulösen. Dann behaupte ich jetzt ganz schlicht, Mütter, um die handelt es sicher, Stiefmütter, die das Zeug haben, zu Hexen zu werden, das Leben ihres Kindes vollkommen in Beschlag zu nehmen, mit Wünschen, die es zum Scheitern verurteilen. Meinen es nie nur böse, diese Macht wird Müttern, weil die Kinder sie lieb haben, weil sie die gute Mutter immer noch in Erinnerung haben, die dieselbe Frau ja auch ist, so haben wir es interpretiert. Und sie suchen eigentlich die gute Mutter wieder, erleben eine ganz andere, die jetzt eine verwünschende Macht über die eigene Seele bekommt. Alles, was wir wünschen, wird ins Gegenteil verdorben. Diese Zwiespältigkeit, die Mutter erleben, formt jetzt das Erlebnis auch in der Wirklichkeit, auch an dem Weg in die Wirklichkeit. Eigentlich suche ich, meinen Lebensdurst zu stillen. Das Bächlein, das da fließt, der Durst, der dahin drängt unter der heißen Sonneneinstrahlung, ist im Grunde das Erwachen zur Liebe. Man müsste etwas finden, das die Sehnsucht nach Liebe stillt. Das ist die Frage hier. Und jetzt lernen wir, die Mutter, die gestorben ist, die Stiefmutter, die es dann gab, die Stiefmutter, die zur Hexe wurde, hat in ihrer Verwunschenheit vor allem die Suche nach der Liebe, nach dem Quell des Lebens, aus dem wir alle unsere Sehnsucht im Grunde stillen müssen, ins negative Gegenteil der Angst verformt. Und nun wird das Märchen hier sehr sprechend. Das Brüderchen in seinem Durst vernimmt davon überhaupt gar nichts. Es würde über jeden Lebensquell herfallen und sich zu eigen machen. Es ist das Mädchen, ängstlich, retardierend, zögernd, warnend, dass die Stimme nicht der Hexenmutter, aber des Brünnleins selber vernimmt. Es fängt die Welt mit dem Mädchen an zu reden und spricht die eigene Warnung aus an das Brüderchen, in dem Teil seiner Seele, das sich darüber beugt und gierig trinken würde. Was wäre mit uns passiert, wenn wir uns gierig ins Leben begeben hätten? Wir sind erwachsen. Wir sind soweit. Wir wissen, was in uns sich heiß glühend vorbereitet. Sagen wir es offen. Der Drang nach Liebe, die Sexualität, die Umstellung sogar der Biologie, die uns nötigt, vom Mädchen zur Frau zu werden, der Gestaltwandel, die Psyche, die sich rapide verändert. Wie gehen wir damit um? Heißhungrig, sehnsüchtig, quälend, drängend. Und wir fielen einfach darüber her oder auf uns herein. Dann wäre die Warnungsstufe dieses Mädchens, ich werde zerrissen von der Macht, die dann über mich herfällt. Eigentlich ich selber, mein Brüderchen, in der Gestalt der Jungen, die dann kämen müssten, wir ersetzen. Ich ließe mich ein auf die Sexualität und sie wäre eine wütende Gefahr, ein zerreißendes Ungeheuer, dem ich nicht gewachsen bin. Das muss ich verhüten, zu meinem Selbsterhalt muss ich verhüten, dass ich aus dieser Quelle trinke. Sie glitzert dahin, sie sieht wunderschön aus, sie fließt ganz unschuldig, wie Wasser auch reinmachen kann. Sie erinnert auch an den Mutterschoß, den es mal gab, aus dem ich kam. Und ich muss mich davor hüten. Was Sie mittelbar lernen oder bei dem Vortrag dieses Märchens in drei Stufen begleitet haben, ist eine Pädagogik, der wir heute kaum noch folgen. Wenn Sie, ich sagte eingangs ja, träumen würden von Tieren und Sie kämen heute Nacht, nachdem Sie das gehört haben, von Samstag auf Sonntag dahin und träumten von Tigern, dann ist natürlich klar, dass Ihre Gefühle wirklich sehr heiß sind. Sie befinden sich nicht in einem deutschen Wald, sondern in den Tropen, wo es Tiger gibt. Die Biologen werden sagen, Tiger haben die Fähigkeit, sich auch aus den Tropen zu entfernen. Sie können bis in die Hochregion des Himalaya angetroffen werden, in Kaltgebieten. Die überstehen das, bilden Artunterschiede, die wandlungsfähig sind. Tiger sind nie nur in den Tropen ansässig, aber im Erleben gehören sie dahin. Dann knurren sie im Lianenurwald, gefährlich, noch gar nicht sichtbar, aber furchtbar, schon in der Ahnung der drohenden Gefahr.
Und würde ein solcher Tiger über sie herfallen, das wäre das Erste, er würde sie zerreißen, um an ihnen seinen Hunger zu stillen. Und das wäre die Folge, dass sie ihren Durst gerade gestillt hätten an der Quelle, die in ihn fließt, am Verlangen nach Liebe. Hier müssten wir jetzt sagen, die Triebenergie der Sexualität. Sie ist deshalb gefährlich, weil sie noch nicht integriert sein kann, weil sie ein heranwachsendes Mädchen oder auch einen Jungen überfällt, der als Person noch gar nicht reif ist dafür. Es ist eine Macht, die als Naturkraft in seine Seele einbricht. Fremd, gefährlich, unbeherrschbar, süchtig beinahe, sich aufdrängend und zwingend. Wie geht man damit um? Unsere Pädagogik erklärt, dass das alles gar kein Problem ist. Wir erlauben es einfach permissiv. Wir haben inzwischen eine Umgangsform wieder mal im Internet. Wir sind besser erzogen als in den Familien. Man muss darüber gar nicht sprechen. Wir lernen in den Schulen Biologie, wie man damit umgeht. Es gibt Mann und Frau und das entwickelt sich so. Und dann haben wir dafür praktische Übungen. Wie lernt man die Sexualität erleben? Ganz einfach, wir müssen uns schützen vor HIV. Wir haben Präservative und wir üben es. Punkt und fertig. Das ist jetzt ernst gemeint, der Schulunterricht für Zwölfjährige. Wie lernen wir umzugehen? Der Tiger interessiert uns überhaupt nicht. Wir ersparen uns HIV-infiziert. Und das muss sein. Es wäre medizinisch unverantwortlich, wenn wir das den Zwölfjährigen nicht beibringen würden, wie man es macht. Denn die machen es ja ohne uns sowieso. Das, glauben wir, ist eine vernünftige Pädagogik. Was wir hier erleben, glauben wir eigentlich gar nicht. Dass man durch Aufschub in eine Situation kommt, in der man das Triebbedürfnis besser beherrschbar machen würde. Triebverzicht, Triebaufsparung könnte uns ermöglichen, eine bessere Selbstkontrolle über uns zu gewinnen. Wäre jetzt schlechter Blitz sein, das wäre eine Pädagogik, die wir kaum gewöhnt sind. Mal zur pädagogischen Aufforderung. Wo hätten wir eine Schule, in der man das Lieben lernt, von den Nöten einer 12- oder 13-Jährigen spricht? Im Traum von der Liebe, auch der Sexualität, die in Bildern ins Leben tritt, beim träumenden Mond, bei den ersten Zettelchen, die man schreibt, jetzt nicht mehr nur ins Tagebuch, sondern dem Jungen gegenüber in der gleichen Schulklasse. Man lernt etwas Unbekanntes kennen, aber voller Angst, auch überwältigt zu werden, Ungeheures zu erleben, die Unsicherheit, sich darauf einzulassen. Noch nicht einmal auf einen anderen, sondern auf sich selber, das ist alles wie unbekannt. Dann ist der Aufschub die Erlaubnis, es reifen zu lassen. Wieder eine neue Wanderung nach einem Zuhause, das man im Wald gefunden hat, wird weiter später erzählt. Aber jetzt hier einmal, man hört, dass der Lebensquelle selber vor sich warnt. Wäre es denkbar, wir hätten eine Pädagogik, die die Kinder lehrt, auf sich selber zu hören, auf das, was da rauschend in ihnen selber zur Sprache kommt, zu vernehmen und entsprechend zu beurteilen. Als Einladung, als drängend, aber auch als warnend und beschützend. Und da drinnen ein Maß zu finden, mit dem man leben könnte. Ein Aufschub. 14-jährig, 16-jährig, 18-jährig. Man würde dabei nicht zerrissen, es fiele nicht über einen her und man hätte in der Ängstlichkeit des Schwesterchens eine Warnung davor, dass es nicht zu früh kommt. Und das Erstaunliche hier im Märchen, man sollte denken, wenn das ein Tiger war am Anfang, durch Aufschub, wird der Trieb hier umso drängender, umso mächtiger, umso stärker. Das nächste kann schon kein Tiger mehr sein. Was wäre ein größeres Ungeheuer, ein Dinosaurier müsste das werden oder irgendein Polyp in den Mythen der Griechen. Polyphem wäre der, der käme. Ein Einäugiger als Titan, der das Mädchen nimmt oder wie sie es entsprechend in manchen Filmen dann haben. Dann gibt es einen riesigen Gorilla, ein Monstrum, der ein immer weißes Mädchen, keine Farbe, in den Händen hält und davon muss dann befreit werden. Möglichst mit Düsenjägern oder mit Raketenwerfern, kann man alles in den Filmen heute lernen. Genau anders hier. Das Warten führt nicht dahin, dass aus dem Tiger ein noch größeres Ungeheuer durch Triebaufstau und damit einer Verstärkung der Dynamik wird. Im Gegenteil, beim zweiten Mal
trinkt das Brüderchen nicht, weil die Warnung des Schwesterchens lautet, du wirst dann ein Wolf. Das ist weniger als ein Tiger. Aber auch ein ganz anderes, wenn sie eben bei der Tigerfantasie noch wie im Urwald waren, ihre eigene Seele schwül warm, mitten in den Tropen, alles heiß, undurchschaubar, von Leben überwuchert, so leidenschaftlich groß, haben sie jetzt eine ganz andere Seelenlandschaft vor sich. Sie haben das eine vermieden, aber sind jetzt unter die Steppenbewohner gegangen. Sie haben die Wölfe, die heulen des Nachts. Und sie sind anders auf der Jagd. Ein Wolf wäre derjenige, der das Mädchen überfallen könnte. Aber die Angriffsform der Wölfe ist, im Rudel zu jagen. Und sie sind dabei intelligent in der Zusammenarbeit. Sie haben in der Mitte die Treiber, dann die Jagdbeute, die auf die Dauer schneller sein kann als sie selber. Hunde noch heute sind Hetzjäger. Ihre Chance liegt darin, dass sie das Wild, das sie bejagen und das schneller ist als sie selber, wie ein Hase zum Beispiel, nur durch die Ermüdung fangen können. Und auch das, die Beute könnte leicht ausweichen. Sie wird eingekreist durch Flankenbewegungen. Das Rudel formt sich, indem es zangenähnlich von zwei Seiten her die Beute zu stellen sucht, einzukreisen versucht und dann am Fluchtort selber nochmal neu erscheint. Das machen die Wölfe so, das machen übrigens die mit uns archverwandten Schimpansen ganz ähnlich. Sie können auf die Rotgesichtsmakaken, auf die Stummelaffen Jagd machen, in genau dieser Technik. Sie haben jetzt also steppenangepasste Rudeljäger, Hetzjäger, die auf lange Sicht hin strategisch organisiert auf die Jagd gehen. Das muss man eigentlich noch mehr fürchten. Im Grunde hat man im Hintergrund dieser Wolfsgefahr gar nicht einen eigenen Jungen, den man stellen könnte oder der bedrohlich wäre. Man hat nicht eine Schwarmintelligenz, sondern eine geordnete Rudelintelligenz im Angriff. Ein Mädchen würde jetzt die Jungs erleben als eine Bande, die sich zusammenschließt und Jagd macht auf das Mädchen, weil es so schön aussieht, weil es des Lehrers Freundin ist, weil es so klug ist in der Schule, weil es alles besser weiß und weil es so schüchtern ist und sich zurückzieht, weil man da nicht rankommt. Wie jagt man so ein Mädchen? Schon wie er sich anzieht, müsste man ja verbessern, kann man aber nicht. Man kann es verhöhnen dafür, dass es sich nicht wirklich zeigt, auch in der blühenden Schönheit nicht. Man kann Jagd machen. Davor hat dieses Mädchen jetzt Angst. Das Brüderchen, der Teil in ihm selber, der zur Stillung des Lebensdurstes sich darauf einlassen möchte, muss kontrolliert bleiben. Nicht, bitte, Brüderchen, nicht. Du würdest mich dann fressen. Das ist nicht mehr ein wildes Zerreißen, sondern ein langsames Verschlissenwerden. Man wird zur Beute, als Nahrunggeber für die anderen. Für deren dämliche Witze, für deren Zudringlichkeit, für deren Spiel. Man wäre nur noch am Ende das Nahrungsmaterial für deren Dämlichkeit. So würden viele Mädchen denken. Die Jungen sind so. Mädchen sind oft schneller erwachsen, lernen viel schneller, reifen auch schneller. Die Jungs haben wirklich da ein Nachholbedürfnis. Man könnte sie so schildern. Mädchen orientieren sich in dem Alter gerne an relativ Erwachsene, vernünftig gewordene, doch nicht an diese dämliche Wolfsbande, die dauernd knurren können, bellen können, kläffen können. Idioten sind doch das. Kein menschlich Wort kommt über deren Maul. Also weg mit denen. Aber dann zum dritten Mal. Und jetzt unaufhaltsam. Das Brüderchen setzt es voraus. Ich muss trinken. Es gibt keinen Aufschub mehr. Die Warnung, ein Rehchen zu werden, wird nicht mehr befolgt. Es wird ein Rehlein. Dann darf ich Sie erinnern an die Wünsche, die Sie manchmal selber hatten als Mädchen. Ich sprach schon mal von dem Baumtest, den manche Psychologen machen. Wenn Sie im Wartesaal eines Psychotherapeuten sitzen, kann Ihnen passieren, dass er Ihnen die Langeweile vertreiben möchte mit Fragen, die gespielt werden oder auch in der Anamnese. Stellen wir uns vor, Sie hätten keine Hexe im Walde, Sie hätten eine gute Fee und die gäbe Ihnen drei Wünsche frei, Sie könnten sich verwandeln in was Sie möchten. Drei Tiere stünden Ihnen zur Verfügung. Was würden Sie dann sein wollen? Als Frau, dann könnte passieren, dass Ihnen erzählt würde, wie eine Ordensschwester es mir mal gesagt hat bei einem ähnlichen Experiment, ein Rehlein,
Das wäre schön. Und man könnte damit verbinden, alles, was ein Mädchen in diesem Alter sich wünschen mag. Man redet nicht scheu, aber das ist nicht schlimm. Es ist vorsichtig. Es ist zartgliederig, zahm, kennt keine Wildheit. Es ist schüchtern, aber auch rücksichtsvoll. Ein solches Rehlein ist eigentlich die schönste Ausgabe, in Ruhe leben zu können. Man tritt langsam, wenn die Sonne untergeht, auf die Lichtung. Man meidet Feindschaften und Auseinandersetzungen. Man hat ein ruhiges Leben. Und dahin wird geführt das Schwesterchen bei der Suche nach einem Zuhause an der Seite des Rehleins. Es geht in die Hütte, in der man leben kann. Ein Ersatzzuhause, das man sich bildet, das aber die Waldeinsamkeit ihm bereithält. Der Schrecken, das Rehlein könnte weglaufen, ist gut begründet. Man lässt sich ein auf die Triebmacht, sie ist sehr abgemildert. Man könnte sie kontrollieren, aber die Gefahr ist, es geht mit einem durch. Es läuft zu schnell weg, man hat es nicht mehr in der Hand. Und das Gleichgewicht, das auf diesem Entwicklungsstadium hergestellt wird, lautet, man kann es doch bei der Hand nehmen und bei der Hand halten. Und das geschieht. Sie hätten eine gewissermaßen in Angst sich stabilisierende, relativ harmonische Entwicklung geschildert, vom Mädchen zum Frausein. Und Sie werden mir zugeben, pädagogisch sehr sensibel. Tatsächlich jetzt wünschenswert, wenn es gelingen könnte. Immer noch belastet mit Spannungen, aber Sie hätten jetzt die Darstellung eines Mädchenseins im Reifezustand zum Frauwerden so geschildert, dass die eine Seite des Brüderchens, die in der Seele des Schwesterchens liegt, abgespalten ist, relativ selbstständig, tierhaft, aber gezähmt und kontrolliert. Und die Zähmung geschieht, indem durch ein güldenes Strumpfband des Mädchens eine Schlinge gebildet wird um den Hals des Rehleins und daran geflochten ein Seil, mit dem es geführt wird. Das Rehlein will dem Schwesterchen gar nicht weglaufen. Es fügt sich selber in die Abhängigkeit und es liegt ihm selber zu Füßen. Man kann den Kopf darauf legen und ruhig schlafen. Abends nach dem Gebet findet man seine Seelenruhe in Übereinstimmung mit sich selber. Auch das kann wieder lange Zeit in Anspruch nehmen. Man schreibt Liebesgedichte in der Zeit, man führt sein Tagebuch weiter, man träumt das Leben, man liest Puschkin, die Geschichte der Tatjana bei Eugen Onegin. Man liest Turgenev, Erste Liebe, ein Roman, ein russischer. Man bildet sich in der Seele weiter, in romantischer Literatur, in einer Bildung, die man sich selber verordnet, hält dabei aber das Rehlein am Bande. Eines wird Sie erstaunt haben, wie kommt ein solches Mädchen an ein güldenes Strumpfband? Ist doch merkwürdig, während Sie beim Lesen fast überhört haben. Den Strumpf dürfen Sie sich natürlich nicht als Nylonstrumpf denken, das sind die chemische Entwicklung Ende der 30er Jahre. Der erfindet man Möglichkeiten, chemische Verbindungen als Kettenmoleküle in der künstlichen Industrie herzustellen, die Nylongewebe macht und dann für Frauenbeine natürlich hochattraktiv. In Deutschland ist das verspätet aufgekommen, in Amerika viel früher. In Deutschland war es eine ganze Zeit lang unanständig. Die Nylonstrümpfe dienten natürlich dazu, dass man die schönen Beine zeigen konnte und dann müsste man den tief hängenden Rock sogar ein bisschen höher ziehen und das war alles anrüchig. Es waren aber die Probleme, die ein solches Mädchen hat in diesem Alter. Auch eine Frau, die schon etwas älter ist, darf sie damit werben, indem sie ihr Röckchen ein bisschen höher zieht, die Füße, die Beine zeigt mit einem Strumpf. Alles zweideutig. Es galt in Deutschland nach dem Krieg als vollkommen unanständig. Aber was sie stattdessen, statt der Nylonstrümpfe hatten, waren natürlich Strickstrümpfe. Und die brauchten ein Strumpfband, mussten gehalten werden. Da konnten Wäscheklammern dienen. Irgendwie war das zu machen. Oder eine eigene Vorrichtung, die man um den Körper trug, ein Leibchen, mit dem das dann verbunden wurde. Alles nicht so einfach. Dass man hier ein Goldenstrumpfband hat, um einen Strickstrumpf festzuhalten, ist ungewöhnlich, werden Sie mir sagen.
Für uns aber ist das ein wichtiges Moment, weil in dem kurz nur erwähnten Motiv, es ist wie wenn ein Sonnenstrahl in diese Einsamkeit fiele. Es ist das Bewusstsein, etwas im Grunde ganz anderes werden zu können und zu sollen. Die Bestimmung ist, wie im Aschenputtelmärchen, an den Königshof zu gehören. Die Verführbarkeit als Frau in dem jetzt weit hochgezogenen güldenen Strumpfband, ganz in der Nähe des Intimbereiches, nicht zu zeigen für die Öffentlichkeit, aber doch bewusst der eigenen Wahrnehmung, ein Versprechen liegt für etwas ganz Besonderes, Kostbares, Vornehmes, Wertvolles, Königliches zu sein. Gold gehört in die Königsstube, nicht in so einer Waldeinsamkeit irgendwo im Hintergrund. Wie wird aus einem verängstigten, vereinsamten, selbstbezogenen, um seinen Selbsterhalt in Identität ringenden Mädchen die Erfüllung eines güldenen Strumpfbandes? Das ist noch fantastischer, als Sie es im Aschenputtelmärchen hatten. Und deshalb wollte ich es diesmal mit Ihnen lesen. Aus Zeitgründen muss ich es aber abkürzen. Und nicht die ganze Geschichte lesen, sie ist wieder dreifach gestaffelt, sondern es genügt, wenn ich da tue, was berichtet wird. Angedeutet hatte ich schon, was kommen muss. Beim Aschenputtelmärchen war es der König, der die Hochzeit hielt. Dahin geht man selbstständig wie das Aschenputtel. Obwohl geheimnisvoll, obwohl unter Verbot, obwohl vorbeischleichend wie unerkannt, inkognito, aber doch am Ende ausgestattet mit des Mutters Kleider vom Wunschbaum auf ihrem Grabe, selbstständig. Hier jetzt anders. Es trug sich zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Walde hielt. Da schallte das Hüfthorn, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume. Und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gern dabei gewesen. Ach, sprach es zum Schwesterchen, lass mich hinaus in die Jagd, ich halt es nicht länger mehr aus. Und bat so lange, bis es einwilligte. Aber, sprach es zu ihm, komm mir ja abends wieder, vor den wilden Jägern schließe ich mein Türlein. Und damit ich dich kenne, so klopf an und sprich, mein Schwesterlein, lass mich herein. Und wenn du so nicht sprichst, werde ich das Türlein nicht öffnen. Das Rehchen sprang hinaus. Mehr für die weitere Entwicklung müssen Sie eigentlich hier noch nicht wissen. Und können schon ahnen, dass es wieder gestaffelt weitergehen wird. Die Angst der Schwesterchen steht vollkommen im Widerspruch zum Triefbedürfnis des Brüderchens. Dass das aber kein einfaches Rehlein ist, sehen Sie daran, wie atypisch es für eine Rehleinpsychologie sich verhält. Sie werden in keinem Wald der Erde ein Rehlein finden, das beim Gebläse des Hüfthorns, beim Gebell der Hunde, beim Getrappel der Pferde auf die Jagd gehen will, um gejagt zu werden. Ein Rehlein wird fuchsähnlich in den Wald sich zu verstecken suchen. Es wird vermeiden, je gesehen zu werden und Angst haben, von den Hunden aufgespürt zu werden. Das ist die Rolle des Schwesterchens. Es bleibt ganz in der Einsamkeit und es möchte eigentlich nicht, dass sein Brüderchen auf die Jagd geht, um gejagt zu werden. Für dieses Brüderchen aber ist das Gejagtwerden genauso zwingend, so unbedingt notwendig, wie der Lebensdurst nach den Quellen gewesen ist. Es muss gejagt werden, sonst gäbe es keinen Weg ins Leben. Jetzt haben Sie ein Paradox. Sie haben ein Mädchen, das auf der einen Seite in der Waldeinsamkeit bleiben will, sich darin behütet fühlt, aber die andere Seite, verkörpert hier im Brüderchen, muss, will, soll, möchte gejagt werden. Was also wird sich jetzt begeben? Ich könnte die Geschichte vorlesen, aber Sie ahnen, wie es weitergeht. Natürlich wird augenblicklich das schöne Rehlein gefunden von den Hunden, gesehen von den Jägern, bejagt von des Königs Jagdtruppe. Kaum glaubt man aber es zu haben, springt es über das Gebüsch und verschwindet. So der erste Tag bei der Jagd. Was haben Sie jetzt vor sich? Das übliche Spiel,
Wann das einsetzt, ist altersverschieden, hat zu tun mit der Reifezeit, die benötigt wird, um überhaupt auf die Jagd gehen zu dürfen und zu wollen. Der Zeitpunkt wird hier von dem König bestimmt, aber das Brüderchen entscheidet, wann es reif ist, um gejagt werden zu wollen. Was sie in dieser Gespaltenheit erleben, werden sich viele Frauen selber noch aus der Erinnerung rufen können. Irgendwann habe ich den Kontakt gesucht. Ja, wie sieht dann aus, dass man gejagt wird? Man akzeptiert, dass es einen bestimmten Jungen gibt, hier den König, der aufmerksam geworden ist, der verrät, dass man gewollt ist, gemocht ist. Den meidet man, lässt ihn aber in die Nähe. Schon glaubt er, er hätte das Schwesterchen, das Rehlein, springt es ihm weg. Und die Täuschung der Jungs, die da glauben, das ist doch ein Mädchen, das möchte, dass man es findet. Schon wie es sich anzieht, schon wie es sich gibt, schon wie es redet, schon wie es dreinschaut, wie es lächelt, zeigt doch, dass es was will, dass es froh ist, wenn man auf es zugeht. Und man nimmt das für die Wahrheit, die sich darbietet, und hält den Schein für das Sein. Man glaubt es schon zu haben und ist nicht darauf vorbereitet, dass es wegspringt, hinterm Gebüsch. Denn dahinter wacht die ganz andere Seite, das Schwesterchen, voller Angst. Es ist dasselbe Mädchen, das sich nach draußen hin sogar mutig gibt, mit dem Wunsch gejagt zu werden, und schüchtern im Hintergrund ist, um genau das zu vermeiden. Am Tag darauf wird das Rehlein verletzt werden. Es geht langsam, sogar blutend, zu dem Haus zurück und ein Jäger begleitet das und erlebt, wie das Rehlein spricht mit dem Schwesterchen: Lass mich herein. Das sagt er dem König und beim dritten Mal geht er selber, sich das anzusehen, und kommt an das Haus des Schwesterchens. Das Schwesterchen ist voller Unruhe, pflegt die kleine Wunde des Rehleins, die blutet. Und sie jetzt müssten das eigentlich ohne große Schwierigkeit als Symbol deuten. Der Blutfluss ist identisch mit der Menstruation. Jedes Mädchen wird das so erleben. Aber auch dann wie eine Verletzung, die man nicht richtig begreift. Was passiert da? Man wird zum Mädchen, zur Frau, aber unfreiwillig. Wie eine Zumutung, wie unrein, wie etwas, das man gar nicht will, das sich mit Schmerzen verbindet, das aussieht wie ein Verlust, wie eine Verletzung, die dann ihr seelisch auch jederzeit zugefügt werden konnte. Die Zwiespältigkeit erweitert sich und dennoch auch die Sehnsucht. Das Brüderchen sagt: Ich komme um, wenn ich hier gezwungen werde, bei dir zu bleiben, Schwesterchen. Ich muss nach draußen. Das ist das eine. Das andere aber ist, der König kommt. Die Zwiespältigkeit, Kontakte zu suchen, zu provozieren, unbedingt herbeiführen zu müssen, und die Angst davor können Sie natürlich in ganz großem Stil erleben, auch heute, nehme ich an, im Internet. Man muss sich da tun, man muss alles Mögliche von sich zeigen, man muss Selfie machen, man muss sie posten. Bis zur Schamlosigkeit muss man sich darstellen und darbieten, dass man attraktiv ist, dass man schön ist, dass man besser ist als die Kollegin in der Schule. Wie viele Follower findet man? Wie wird man Influencer? Wie viel zieht man auf sich an Publikum? Das alles sind Scheinkontakte. Man will gejagt werden und vermeidet gleichzeitig, gejagt werden zu können. Ist ein Spiel, das relativ gefährlich ist, aber heute ablöst, was auf der großen Leinwand vor ein paar Jahrzehnten in der Filmindustrie üblich war. Damals war so ein gejagtes Rehlein unbedingt die Diva der Welt, Brigitte Bardot. Sie war 17, als sie entdeckt wurde. Von der ganzen Welt. Ein Verkaufsschlager war, Europa war Brigitte Bardot. Erst in England, dann in Amerika. Ein junges Mädchen noch, aber gejagt von allen. Sie hat später Abschied genommen vom gesamten Filmgeschäft und gesagt: Die ersten 40 Jahre meines Lebens habe ich gegeben für die Menschen, jetzt gebe ich sie den Tieren. Sie war selber ein gejagtes Tier, bis im Äußersten. Eine große Tierliebhaberin bis heute. Eigentlich die Frontfrau der Tierliebhaber
in Frankreich. Tierschutz ist mit ihr bis heute verbunden, aber alles, was sie mal als selbst gejagt ist, Rehlein, verkörpern musste, wurde abgelöst durch die Umkehrung der Güte für die Tiere. Das erfahren wir hier anders. Der König kommt, lernt, wie das Rehlein gesprochen hat und übernimmt die Rehleinsprache, die Angstsprache, um Kontakt zu finden vor dem Mädchen in diesem Waldhäuschen. Ich kann Ihnen die Fortsetzung der Geschichte aus Zeitgründen nur noch empfehlen, weiterzulesen. Gebe sie in ein paar Strichen gleich noch wieder. Aber was Sie für den heutigen Samstag, für den Rest Ihrer Tage, so alt Sie sein mögen, lernen sollten, mitnehmen müssen, ist das, was ich eigentlich mit der Interpretation und dem Vortrag dieses Märchens Ihnen schenken wollte. Sie müssen die Doppelsichtigkeit und Doppelbödigkeit immer leben mit Menschen, denen Sie sich annähern mögen, die Sie liebgewinnen, denen Sie Ihr Herz öffnen und von denen Sie möchten, dass deren Herz sich für Sie öffnen, etwas Besonderes lernen. Die Türe zum Waldhäuschen des Rehleins werden Sie nicht finden, indem Sie gewissermaßen mit der Bazooka da reinschießen. Rummel die Katz, wumms, öffnen, aufsprengen, mit Macht. Der König hätte die Macht. Er könnte das Waldhäuschen zerfetzen, eine Mine drin schmeißen, Brand legen. Natürlich könnte er das Schwesterchen rausholen, in seine Macht bringen, vergewaltigen. Aber alles wäre zerstört. Es gibt so einen Menschen, deren Liebe sie ersehnen. Nur einen Zugangsweg. Sie müssen die Angstsprache des Rehleins, die Art, wie er mit sich selber redet und verschlüsselt spricht, um beschützt zu sein und Annäherung wagen zu können, erlauschen, sich zu eigen machen, nachzusprechen lernen, selber übernehmen in ihrer Sprache. Wie redet der andere so, dass er sich mitteilt und zugleich beschützt ist? Wie verstehen Sie die Verstellungen im Code der Rehleinsprache? Die müssen Sie lernen, um zu Liebe fähig zu werden und dem anderen zu ermöglichen, dass er dahin aufreift. Eine kleine Geschichte der Brüder Grimm, ein kleines Moment der Märchenerzählung, aber es ist der Schlüssel für ein ganzes Leben. Empfiehlt uns die Geschichte, die Geduld der langsamen Reifung, die langsame Fähigkeit, sich selber zu integrieren im Selbstbesitz, die langsame Zähmung der wild werdenden Triebbedürfnisse, das Aufreifen zur Begegnung mit einem anderen, jetzt wechselseitig auch der andere braucht die Geduld beim Sprachenlernen in der Schule, derer, die er lieb hat, aus Liebe zu ihr. Wie redet sie? Dann kommt es dahin, was wir uns schnell denken können. Der König nimmt das Schwesterchen, setzt es auf sein Pferd, reitet in sein Schloss. Aber das Schwesterchen besteht darauf, das Rehlein muss mit. Nun könnten wir ähnlich wie beim Aschenputtel denken, die Hochzeit wird hoch gefeiert im Hause Winzer, wir schreiben unsere Glückwunschkarten, alles ist in Ordnung. Als Psychologen wissen Sie, es kann gar nichts in Ordnung sein. Solange das Rehlein noch in der Tiernatur verbleibt, können wir von einer wirklichen Integration nicht sprechen. Die alte Angst vor der Sexualität kann nicht geschwunden sein, solange sie sich noch verkörpert. In der halb wilden Gezähmtheit der tierischen Äußerungsform. Mit anderen Worten, es geht jetzt dahin, dass die Königin zur Mutter wird. Übers Jahr gebiert sie, genießt sie eines Kindes. Der König ist mal wieder gerade auf der Jagd. Und in der Zeit kommt die alte Hexe wieder. Sogar mit einer Stiefschwester, die parallel dazu erfunden wird. Und die legt sie in das Bett anstelle des Schwesterchens. Das buchstäblich wird jetzt zum Schloss Gespenst. Jede Nacht geht es über die Fluren auf der Suche nach ihrem eigenen Kind und dem Rehlein. Aber ersetzt wird es durch die Schattengestalt der Stiefschwester. Und wir müssten in der Schnelle der Interpretation sagen, die Stiefschwester ist sie selber unter der Macht der Verwandlung, der als Hexe alles verwünschenden Stiefmutter von einst. Jede Frau wird ihre eigenen Kinder erziehen, als erstes nach dem Vorbild, mit dem sie selbst erzogen wurde.
die Wiederkehr der Mutter, hier in der Gestalt der Stiefmutter, der Hexe, ist eine große Gefahr. Und umso mehr bewundere ich alle die Frauen, die es geschafft haben, diesen Schatten, diesen Hintergänger langsam abzustreifen und aus Liebe zu ihrem Kind etwas anderes aufzubauen, über die Zwangsstruktur der Verwunschenheit hinwegzureifen. Wie wird eine Mutter, die zur Mutter wurde, ihrem Kind gerecht, indem sie aufhört, sich in die eigene Stiefschwester, in das Schlossgespenst zu verwandeln, ihre Uneigentlichkeit weiterzutragen in der alten Angst. Dazu gehört, ich darf, was das Rehlein verkörpert, mein Frausein eigentlich nur abgespalten erfahren. Es ist gut, dass ich ein Kind bekomme, mehr aber nicht, auf gar keinen Fall. Die Geschichte erzählt, wie die eigentliche Mutter das Schwesterchen hier auf der Suche nach sich selber Abschied nimmt. Dreimal erscheint es noch, schreibt, sagt, wo ist mein Kind, wo ist mein Reh, jetzt komme ich noch zweimal, dreimal, einmal und dann nimmer mehr. Das hört die Kinderfrau, sagt es dem König und der will wissen, was sich da im eigenen Schloss abspielt und vernimmt es. Manchmal ist der Abschied von Frauen wirklich so, wie wenn sie ihren eigenen Grabstein beschreiben. Sie fangen an zu dichten, damit es, wenn es jemand lesen sollte, möglichst schön sogar klingt. Der traurige Gesang vom Anfang jetzt als Abschied vom Leben. Man hat alles gegeben und dennoch nie selber ins Leben gefunden. Man existiert als Königin, als Mutter, aber nur zum Schein, buchstäblich als Schlossgespenst in den eigenen vier Wänden. Auch sowas finden sie und wird dann groß in der Presse aufgebauscht. Was war im Hause Winzer? Was ist passiert? Als eine Prinzessin, die zur Königin wurde, starb. Und warum starb sie? Sie war magersüchtig, wie jeder weiß. War sie überhaupt fähig? Sie hatte Kinder, ohne Zweifel. Aber sie spielte eine Rolle. Wann war sie sie selber? Und wann hätten wir denn mal ein Publikum, das in der Yellow Press mal die Tragödie eines solchen Menschen begreift? Sie ist gefeiert noch heute. Die Königin der Herzen natürlich. Und in der Presse bis heute gejagt. Die Reporter müssen hinterdrein, bis dass sie stirbt. So leben wir. Das Märchen, Gott sei Dank, erzählt es anders. Der König möchte wissen, wo er dran ist. Was ist mit dem Schlossgespenst an seiner Seite? Und er hört die Angstsprache jetzt. Ich komme jetzt noch einmal und dann nimmer mehr. Auf der Suche nach dem Kind, nach der Suche nach sich selber, in Gestalt des Rehs. Und das erkennt der König, geht auf sie zu, nimmt sie in den Arm. Du bist meine wahre Frau, spricht er. Ich gebe das ans Ende unserer heutigen Vorlesung mit dem Wunsch, in vielerlei Eheleben möchte es sich so verhalten. Man hat Kinder auf die Welt gebracht und das ganze Leben hat sich geändert. Man musste jetzt da sein für die Kinder. Man lebte nicht mehr als Mann und Frau, sondern als Vater und Mutter. Man hatte seine Aufgaben, man erfüllte die Funktionen, man war beruflich miteinander verbunden und doch geteilt. Jetzt gehen die Kinder aus dem Hause, werden größer. Wie lebt man jetzt? Nehmen wir an, man ist gerade 40, man ist 45, 50, die Kinder sind im Studium, sind in Tübingen, sind gerade 20, sind endlich aus dem Hause. Und nun gilt es, sich selber wiederzufinden. Das Gespenst von früher trägt mindestens noch in den Abschiedsworten die Erinnerung mal an das, was man im Waldhäuschen gefunden hat, als das Schwesterchen und mitgenommen hat in seine Welt. Exupéry würde jetzt sagen im Kleinen Prinzen, du bist für das verantwortlich, was du gezähmt hast. Du bist verantwortlich auch für dich selber, um nachzureifen in deiner Liebe. Du hast gelernt die Rehleinsprache. Du müsstest jetzt nachlernen die Geistersprache, damit der Abschied nicht stattfindet, sondern überleitet zu einem neuen, sich wechselseitigen Finden in dir selber, an der Seite des Anderen.
Ist das nicht ein schöner Wunsch für dieses Wochenende, für die kommende Woche, bis zur nächsten Märchenerzählung am kommenden Samstag? Ich danke Ihnen für die Geduld beim Zuhören. Dankeschön.